1. Hallo, ich bin Franzi. Willkommen bei der lustigsten Show im Internet. Spaß mit... Nein, Moment. Moment. Star Valley. Irgendwie so. Hallo, Leute. Ich möchte nicht gleich wieder ins Bett gehen, auch wenn Franzi da noch drin lag. Das war natürlich verführerisch. Aber wir müssen arbeiten. Ich muss ernten. Ja, ich nehme die Seegurke an. Franzi, bitte nicht das Zeug hier aufsammeln. Keine andere Chance heute. Weil ich bekomme dadurch meinen Skill weiter hoch. So war ich ein bisschen abgelenkt. Du warst etwas abgelenkt, das tut mir leid. Ja, das passiert. Was hat dich denn so abgelenkt? Dieser komische Gruselfisch. Oh ja. Ich erwarte, den zu sehen. Seegurke! Ja, super, schmeiß dich hier bitte in die Kiste rein, da. Du kannst dich auch hier oben in die blaue Kiste ist für Fische da, ne? Die große Holzkiste ist auch für Fische da. So, und jetzt wieder runter, die Crabpots leer machen. Das ist Sklavenarbeit! Deswegen machst du sie auch. Glaub mir, ich hab die oft genug geleert schon. Sonst wäre ich kein so guter Angler. Du hast geangelt. Ja. Wow, wir haben mit 42 von den seltenen Sachen. Das ist sehr gut. Ich nehme mal ein bisschen Heu aus der Raufe raus. Warum? Um das mal wieder umzulagern in die Kiste draußen. Du musst die Kuh noch melken. Ja. So. Es wäre ganz gut, wenn du sie auch nicht anpatschen würdest. Weil es bringt auch Erfahrungspunkte. Tja. Kira hat er auch schon angepatscht. Natürlich. Du hast nicht mehr gefüttert. Das stimmt. Das ist ja dein Job. Heb mal die nächsten paar Eier auf, dass wir Sachen machen können. So. Massiver Fang. Alle zwei Tage kriegen wir ein Ei zu viel, weil wir das Entenei haben. Ja, aus dem Entenei kann ich ja kein Spiegelei machen. Ja, eben, aber das Entenei schmeiße ich an die Mayonnaise-Maschine und das andere Ei lasse ich in der Kiste. Ja. Spiegelei und Maki. So, Spiegelei habe ich jetzt gemacht. Kann ich Maki schon machen, die Maki-Rollen? Ja, was brauche ich dazu? Seetang ist in der Kiste. Seetang, Reis und... Ja, Reis muss ich kaufen. Ja. Weil das brauchen wir nämlich noch für unser Community Center. So, der ganze Seetang, den nehme ich mit rein. Ich gehe mal Reis kaufen. Dein Müll? Dein Müll Franzi anbieten? Nimm lieber meine Seegurke! Ich will deine Seegurke nicht. Ich stehe nicht auf Seegurken. Leute, warum habe ich euch nochmal eingeladen? Weil du auf Spaß und Freunde stehst? Ja, aber ich wusste ja nicht, dass ihr euch gegenseitig eure Seegurken anbietet. Ich will meine Seegurken... Was? Was? Ich weiß nicht, was so witzig an Seegurken sein soll. Das ist gut. Wer gibt denn hier so viel Geld aus? Ich gebe so viel Geld aus. Kauf mir lieber einen teuren Diamanten. Wenn du Diamanten haben willst, wir haben Diamanten da. Wieso kaufst du so viel davon, Fox? Weil ich das für verschiedene Rezepte später noch brauche. Manche dann Sachen kannst du später kaufen, wenn wir viel Geld haben. Ich meine, Zucker und Mehl kann ich ja selber dann irgendwann machen, wenn wir uns mal eine Mühle kaufen. Wir könnten uns eine Mühle bauen. Das ist Sassis Raum. Wir könnten eine Mühle bauen, das stimmt. Achso, ich wollte Fisch. Schnecken, ne? Ich glaube, Schnecken lohnt sich auf jeden Fall zu Sushi zu machen, oder? Ich weiß nicht, aber mach nicht zu viel. Ich gucke gerade, was am wenigsten wert ist. Zum Beispiel dieser Hering.
Denk dran, wir brauchen die Schnecken und das Billigzeug eigentlich für Köder, für Dünger. Ich hab die Blitzschnecke da so hingestellt, dass man die Katze nicht mehr bewässern kann. Du sollst die Katze auch nicht bewässern. Ich kann das mit meiner Gießkanne schon machen. Die ist aber gerade zum Verbessern weg. Maki-Rolle. Und was fehlt dann noch in dem Bündel, wenn ich die Maki-Rolle und das mit abgebe? Dann fehlt da nur noch einmal Mohn und ein Trüffel. Okay. Hallo Franzi. Dankeschön. Bitteschön. Warte, ich hab was für dich. Nein, ich will die alte Puppe nicht. Das sind unfaire Mittel, Fräulein. Wieso hält sie dann ihre Seegurke ins Gesicht? Nein, sie hat Kaffee getrunken, um schneller zu sein als ich. Ja, es gibt kostenlosen Kaffee beim Festival. Aber ich bin verschwunden, sie weiß nicht, wo ich bin. Guck mal hinter der Bürgermeisterstatue. Ich stehe doch nicht hinter der Bürgermeisterstatue. Ist ja gruselig. So. Ein neues Bündel komplettiert. Mensch. Das Gewächshaus wird noch das letzte sein, was wir fertig machen. Nee, weil wir brauchen 3 Äpfel hier noch. Ein Saatguterzeuger. Wir brauchen 3 Äpfel hier. Ansonsten wäre das sehr traurig, wenn wir es echt. Naja. Passiert. So, warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Leute. Was haben wir denn schon? Geheime Notiz. Genau die, weiß ich auch, was es bringt, aber kann man jetzt noch nicht ausmachen. Die haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Ja. Das war die links. Und Moment. Ich habe jetzt eine Erzpfanne bekommen. Ja, das ist das. Okay. Die jetzt kannst du Erz braten. Das können wir in der Wüste dann machen. Das ist die geheime und die 17, 16 haben wir schon. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Genau. Und das müssen wir noch finden. Ich will ein Erz aus einer Strömung gewinnen. Da musst du erst so einen Glitzern finden. Da muss ich einfach nur in deine Augen schauen. Schon wieder 17 Uhr? Das hast du sehr schön gesagt. Das geht ja schnell. Wo ist denn? Hier ist doch irgendwo was versteckt. Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ich meine, es ist, glaube ich, so eine gruselige Statue. Ich gehe jetzt zum Nachtmarkt. Ich auch. Weil ich so sehr die Nacht mag. Ja, mach das. Und Willy geht in die Bar. Ist ja richtig. Ist ja richtig, kann man auch mal machen. Ich meine, er ist nur einmal im Jahr Nachtmarkt. Zwar 3 Tage, aber nur einmal im Jahr. Ich gehe in die Bar, Willy muss sich. Ach, muss Franzi. Ich meine, ja, wir mitbinden in der Nachtparty um sein Haus rum. Eben, stimmt. Der will er wahrscheinlich nicht zum Nachtmarkt, wenn die immer direkt vor seinem Haus sind. Kaffee. Ich kann die Leute alle anquatschen. Hallo. Ich habe Besuch bekommen. Sag mal, Bormafi. 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 Ja, weil wir alle immer Bormafi sagen, wir sind ja zu dritt, die wir Bormafi sagen können. Mit Mafi sogar zu viert. Seegurke. Franzi, du kannst nicht einfach rumrennen und fremden Leuten deine Seegurke ins Gesicht drücken. Das ist schlimmer als ich hier. Das aber ich. Dann, so was wird doch. Eben.
So, im Sommer machen wir ganz viele Blaubeeren, würde ich sagen. Das heißt, ich kaufe jetzt schon mal Blaubeersaaten. Und für den Herbst dann nur Cranberry-Saaten. Hashtag Monokultur. So, wir brauchen noch ganz viel Geld zu morgen, damit wir dann ganz viele Herbstsaaten kaufen können. Ja. Nein! Oh, jetzt habe ich das Porträt der Meerjungfrau gekauft. Das wollte ich nicht. Ernsthaft? Wir haben kaum Geld. Oh, da ist ein neues Bild. Das ist super cool. Ich könnte es jetzt auch nochmal kaufen. Nee, du kaufst jetzt ein anderes. Das ist irgendwie, oder? So. My job here is done. Kaffee trinken, ja. Lauf, Bursche, lauf. Und Franzi lässt sich sogar von Shane beim durch Müll wühlen erwischen. Ach, Franzi. Was wollten wir da hinter dem Busch machen? Was Ja? Ist nicht schön, wenn man sich verfolgt fühlt, wa? Was genau macht ihr? Will ich das wissen? Ich mich auch. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Nee, die brauchen wir noch. Das ist doof. Kannst du bitte nicht hinter meinen Busch kommen? Ich pinkle hier gerade. Mensch. Leute. Ja. Könnt ihr euch ein bisschen zusammenreißen hier? Sucht euch ein Zimmer Nein. oder so. Zusammenreißen ist gerade nicht. Und ich merke schon. Ah, Seegurke! Bitte was? Das ist mein Bett. Achso, die Kiste kann ich nicht wegmachen. Die Sachen brauchen wir alles noch. Das können wir... Geh raus aus meinem Bett. Geh raus aus meinem Bett. Nein. Geh raus aus meinem Bett. Nein. Du hast es so gewollt. Du hast es so gewollt. Jetzt dekoriere ich dein Haus um. Jetzt dekoriere ich dein Haus um. Nein! Da kommt ein Tisch hin. Da kommt ein hässliches Bild hin. Und da kommt ein Stuhl hin. Was hast du jetzt davon? Nein, ich will deine komische Puppe nicht haben. Lass mich! Ich Leute, kann mein Haus nicht abschließen. Ihr verstört mich. Ich gehe in mein Haus, da habe ich meine Ruhe. Bist du in meinem Bett? Während meine Freundin hier zuschaut? Tja, das ist ein Grund, aber kein Hindernis, würde ich sagen. Money, money, oh, money! 1000 sammeln? Was haben wir gesammelt? Ich hab das kleine Fältchen, was ich da oben gemacht habe, eingesammelt und alles weggebracht. So, seid ihr soweit? Ich habe 30.000, damit ich wieder Geld ausgeben kann beim Nachtmarkt. Einen Tag noch, ne? Cranberries für den Herbst kaufen. Einen Tag haben wir noch. Ja. Nein. Der Zauberer hat heute Geburtstag. Geburtstag. Eisenbarrenschmelzen vorbeibringt, machen wir.
Nein, ich möchte den Kokos nicht essen. Haben wir eine Super-Seegurke für den Zauberer? Ich glaube, wir haben eine Super-Seegurke, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn die ihn glücklich machen wird, gib mir eine Super-Seegurke, dann freut er sich. Du kannst ihm auch einen Goldbarren geben oder sowas. Oder einfach eine dunkle Essenz. Eben, also... Goldbarren mag er auch? Ich Iridiumbarren? Also, Iridiumbarren mag er auf jeden Fall, aber ich glaube auch Goldbarren, da bin ich mir nicht ganz sicher. So, das machen wir da rein. In die Kiste machen wir das und das. Hey, wir haben ein Iridium-Ei. Nein! Doch! Oh. Was? Was? Ein Ei. So schnell. Ich hab nicht gefragt, worum geht's eigentlich? Sie hat nur Nein gesagt und ich habe doch gesagt und du hast auch gesagt. Um mehr ging's nicht. Achso, ich habe auch die Suppentasse. Die Suppentasse kriegt auch noch Franzi reingestellt. Danke. Wenn Franzi das nächste Mal mitspielt, die Haus, sowas zugestellt. Du Mafi, wenn du Franzis Haus noch mehr zustellen willst, oben neben meinem Bett ist eine Kiste mit ganz viel Ausrüstungszeug. Ah ja, passt schon. Wie sieht's aus? Unaufgeräumt ohne Ende. Wie bei Franzi unterm Sofa. Ja, es sieht gleich aus wie bei Franzi unterm Sofa. Und sie hat nicht mal ein Sofa. Das weiß ich nicht. Also nicht in Stardew Valley. Ich will endlich so Glitzer finden. Was willst du finden? Glitzer. Ach so. Ja, das ist zufällig. Das ist, das kannst du nicht von vornherein machen. Franzi, du kannst übrigens in die Bibliothek gehen und all das, was wir schon bekommen haben, dir auch abholen. Die ganzen Deko-Gegenstände, die Sämereien und alles mögliche Zeugs. Alles für Umme, weil wir das schon geklärt haben für dich. Danke. Wir haben ihm gesagt, du heb mal auf, Franzi kommt vorbei. Da sind noch Ancient Seeds dabei oder sowas, ne? Ich glaube einen, ja. Mittwoch ist Ruhetag, okay. Bei wem? Bei Pierre. Ach so, ja. Im ersten Year. Auf zur Mine, ich muss noch für 500 Gold vier rote Schleimste töten. Zwei Kupfererz. Sieben Erfahrungspunkte. Ich bin erst zur Hälfte durch mit Level 9. Noch nicht mal. Zum Drittel. So. Auf Ebene 110 sollten roten Schleimsten sein. Pilzebene. Was machst du eigentlich in der Mine heute? Ich? Ja. Minen. Okay. Einfach nur so zum um des Minens willen. Naja, man muss aber einige hochtreiben. Ja. Gibst du, du willst noch meine ganzen roten Schleims wegtöten. Die roten Schleims kannst du töten. Hab ich kein Problem mit. Das ist sehr gut, weil ich krieg dafür 500 Gold. Ich will irgendwie Golderz oder sowas finden, weil ich brauche dann bestimmt ohne Ende irgendwann. So. Und Franzi, was machst du so? Meine Belohnung. Hier ist ein roter Schleimzell. Sehr gut. Kann sich jemand töten, bevor er mich tötet? Lass mir die Erze. Ich brauche auch meinen Mining-Skill, damit ich... Ja, da aber du machst halt erstmal die roten Schleimse. Hab ich schon fertig. Und ich brauche das fürs Transmutation, ja. Ja, das ist eigentlich auch wichtiger. Für die Transmutation, damit wir uns aus dem Gold dann unser eigenes Iridium machen können. Genau, weil so funktioniert das. Ja, der Stein der Weisen und so. Tschüss, Franzi. Tschüss, Ben.
Tschüss, Franzi. Ja, Franzi ist gerade mit dem Minecart weggedüst. Ach so. Wo hast du Franzi im Minecart gesehen? Tja. Warte, bist du schon wieder raus? Ja. Ich bin schnell. Ach so, wo ist das? Ich bin halt schnell. In Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Du bist schnell. Gefährlich, und du kannst den hier. Stell dir vor, dass ich das mache. Eben. Aber das wollte ich nicht sagen, weil das sieht man halt nicht. Deswegen fand ich es blöd. Achso, ja, ne, ich hab's trotzdem gemacht. Du weißt, ich mach mir da nicht so viele Gedanken. Wenigstens einer, der sich Gedanken macht. So. Vorne S und hinten O. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Dann habe ich ein bisschen was dafür. Und dafür. Und der Rest kommt da rein. Bis auf diese komische Zwergenschmaule. Die braucht nämlich keiner mehr. Oh, Franzi, wie kommst du auf einmal wieder hierher? Was suchst du denn? Ich kann rausfinden. Wir verkaufen. Franzi, was suchst du denn? Wir warten bis vor. Nichts, ordentlich und Namen ein. Umskillt und dann. Okay. Ja, Edelsteine kriegt. Und dann verkaufe ich. Dann verkaufen wir. Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon ein paar Edelsteine verkauft, weil wir Geld brauchten, aber eigentlich sollten wir das jetzt nicht mehr machen. Jetzt haben wir ja die Sämereien gekauft. So steht er zu seinem Wort. Wir brauchten Sämereien für den Sommer und den Frühling und den Herbst. Den Winter? Nicht. Okay. Der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Er ist da. Und George rollt hier mit seinem Stuhl durch den Sand. Erstmal einen Kaffee holen. George da. Käffchen? Ja. Und rein mit Fizzy. Bingo. Gleich mal aufmachen. Wenn du dies lesen kannst, komm zum Wenn du dies lesen. Aha. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist mit den Bären. Ja, dann kriegst du die tolle Bärenkatze. Die ist gut. Die ist super. Die werde ich mir gleich nochmal angucken. Wintersaat. Höhlen, Karotte, Tulpe, Kohlsalat, Apfelsetzling. Wirklich nichts, keine Baumfrucht. Hütchenhut. Wieder Hütchen, keine Baumfrucht? Für 10.000 gibt es den Hütchenhut. Ne, wieder keine Baumfrucht. So, ein Dreck. So, Preiselbeeren. Das wird teuer. Tschüss, Geld. Aber das lohnt sich auch. Ach, ihr weißt du was. 102. Dann lohnt sich 102, 105, 108. Hatte nicht. So. Nö, ich darf nicht. Kann ich das lesen? Eine Feensaat. Ja, du kannst das lesen. Okay. Wenn Fox das sagt. Bitte und warte mal, Franzi, bleib mal da unten. Oh, geh mal. Das geht.
Geh mal wieder runter zum Wasser. Ich will mal gerade was versuchen. Ich weiß nicht, ob das auf dem Server klappt. Und vor allem ist das Schwert so langsam. Das, da dauert das Rausglitschen etwas länger. Ich will mal gucken, ob man dann mehr sieht. Siehst du, wie ich langsam verschwinde und nicht draußen bin? Man sieht noch meinen Lichtschein, aber man sieht mich nicht mehr. Hier ist niemand. So, wo ist niemand? Im geheimen Wald. Hast du Ahornsirup dabei? Ja. Gucke mal in deinem Inventar, ob du schon ein neues Dings hast. Nee, hat nicht funktioniert, verdammt. Neues Dings? Hast du diese Bären, Wissen des Bärs? Moment. Ich muss erstmal vor den Schleim davon rennen. In deiner Geldbörse? Ja, ich guck gleich mal. Das funktioniert nicht. Rostiger Schlüssel? Nee, das will ich jetzt nicht. Lupe, Schädelschlüssel, ich glaube nicht. Okay, dann musst du wahrscheinlich an einem anderen Tag oder zu einer früheren Zeit. Okay. Wahrscheinlich. Das Rausglitschen hat gerade auch nicht funktioniert, weil ich einfach gerade ein zu langsames Schwert habe und zu wenig Triggerfinger-Geduld. So, und nachher, nachdem wir gleich mit dieser Folge fertig sind, was jetzt in ein paar Minuten, Sekunden sein wird, wir können es übrigens alle langsam ins Bett begeben, wenn ihr nichts mehr vorhabt. Nee, habe ich eigentlich nicht mehr. Dann werde ich eine kurze Pause machen, so eine, vielleicht eine halbe Stunde mal was zu Abend essen. Das klingt doch gut. Und dann werde ich noch ein wenig Golden Sun spielen. Oh, ich hatte schon eine Feensaat, okay. Ich habe das Gefühl, mein Haus ist voller geworden. Keine Ahnung, wie das kommt. Ach, Leute. Ihr seid ich hab's ein bisschen verschönert. Ja, ich sehe schon. Aber du hast mein Junimo-Plüsch vom Bett weggeschoben. Das werde ich dir nicht verzeihen. Ich komm nicht vom Bett. Hier ist alles dezent vollgestellt, kann das sein? Hey, lass das, nicht noch mehr! Guck dir lieber seine Hütte an. Mann! Vor allem stehen auch noch die Tassen auf dem Boden rum, also. So, und dann, weil jeder ja was kriegen soll, kriegt Wartrag auch noch was. Du kriegst das und eine Hühnerstatue. Auch eine Hühnerstatue, ne Mensch. Und du hast keinen Platz mehr für noch ein Bild. Schade. So. Nee. Warta kann morgen nicht mehr aus dem Bett raus. Na Mensch. Gut, dass das nächste Aufnahmesession ist dann. Ja. So. Der Wartrag, der wird zugebaut, du dai. Der Wartrag, der wird zugebaut, du dai. So, schlafen geht's. Irgendwann wird Fox aufwachen und das ganze Haus wird voll mit Bürgermeisterstatuen sein. Ist zum Glück kann man nur eine davon bekommen und zum Glück bin ich gerade der Einzige, der Itemspawner anhat. So, das war's dann aber auch für heute, Leute. Ja, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Vielleicht, da wir das ja in der nächsten Aufnahmesession machen, ist Franzi dann auch wieder dabei. Ansonsten wieder nur mit dem Wartrag oder vielleicht kommt Sassi nochmal vorbei oder mal schauen, wer alles noch sich so blicken lässt. Ja. Bis dahin und tschö. Ciao. Tschüss.